Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan. Wie ihr seht, es ist nicht eine normale Umgebung, sondern stehe ich hier draußen vor dem Schloss. Das befindet sich da vorne, aber durch die Lichtverhältnisse sieht das nicht ganz so schön aus. Deswegen muss jetzt dieses Gebäude herhalten. Wie man schon vielleicht im Hintergrund sieht, hat es hier ganz schön geschneit und ich meine so richtig, richtig geschneit. Das werdet ihr später auch noch sehen, denn teilweise gibt es hier 2 Meter hohe Berge voller Schnee und deswegen war es auch die letzten Tage gar nicht möglich, überhaupt hier hinzukommen. Ich habe mir überlegt, mal so ein POV-Shooting zu machen und euch da einfach mal mitzunehmen und jetzt zeige ich euch auch erstmal, wie ich die Bodycam drum mache. Und zwar werde ich dafür ganz einfach mein Handy nehmen und ich habe hier schon von meiner Aperture-Lampe so einen Ring und den kann ich mir einfach mal sehr mega sexy aussehend umschnallen. So, das Teil hier ist jetzt noch fester als meine Zuschauerbindung. Und jetzt kommen wir zum Kreppband. Und zwar ist die Idee, dass ich das mit meinen Eisenfingern löse und mein Handy jetzt einfach hier dran klebe. So, das hält und jetzt seht ihr auch mal, wie es mit dem Handy aussieht. Natürlich ist die Perspektive jetzt noch nicht ganz optimal, das werde ich gleich noch ein bisschen ausrichten. Aber so kriegt ihr schon mal eine grobe Idee davon und ich würde sagen, jetzt beginnen wir auch direkt mit dem Fotoshooting. Am Schloss konnte ich leider kein schönes Bild machen. Deshalb bin ich weiter in die Innenstadt gelaufen und habe dabei eine Frau gesehen, die ihr Paket mit einem Schlitten transportiert. Das ist nunmehr etwas, was man nicht alltäglich sieht. Allerdings wollte ich sie nicht einfach nur von hinten fotografieren, also bin ich ihr etwas gefolgt. Der Schlitten ist hier leider nur teilweise drauf. Dennoch ein ganz schönes Bild für den Anfang. Ich bin dann weiter zum Domplatz und dort war ein etwa 4 Meter hoher Schneeberg aufgeschüttet, auf dem manche gerodelt sind. Den Berg wollte ich als Vordergrundelement nutzen, um den Dom damit zu framen. Das Bild finde ich eigentlich ganz cool und auch, dass man mit den Kindern schaut. Außerdem ist auch das wieder etwas Besonderes. Mein Ziel war es, Dinge zu finden, die man sonst nicht so kennt. Auf dem Prinzipalmarkt stehen Häuser im alten Stil. Die Bögen wollte ich nutzen, um einer Person beim Vorbeigehen einen Rahmen zu geben. Zumindest war das meine Idee, aber mit dem 50mm kam ich einfach nicht weit genug zurück. Deshalb bin ich dann zum 24mm gewechselt. Auch wenn es damit schon besser war, fehlte die Kompression und Passanten waren einfach viel zu klein im Bild. Dazu kam der unruhige Schnee, der zusätzlich noch von den Passanten abgelenkt hat. Das Gute ist, dass es die Bögen auch zur Seite gibt. Dort hatte ich dann mit dem 50er genug Platz. Dabei ist dann dieses Bild hier entstanden. Finde ich gar nicht so schlecht, aber auch kein Knaller. Die Nachmittagssonne war besonders beim Dom schön zu sehen. Also wieder zurück. Es gibt ein kleines Modell von dem Abschnitt der Stadt. Das habe ich in den Vordergrund gesetzt und so den Kleinen vor seinem großen Bruder fotografiert. Leider war im Mittelgrund noch die Baustelle, aber durch die Unschärfe und Perspektive fällt sie glücklicherweise gar nicht mehr so sehr auf. Weiter bin ich dann wieder zu dem Berg und dort sind jetzt auch ältere Leute. Also jetzt nicht falsch verstehen, das sind nicht alte Leute, sondern einfach nicht kinderjunge Leute. Die habe ich dann versucht in Action einzufrieren und finde, das Bild hat wirklich etwas Besonderes. Auf dem Domplatz habe ich noch 2 junge Frauen gesehen, die sich aneinander angelehnt haben. Das fand ich mit dem Dom als Hintergrund ein schönes Vordergrundelement. Interessanter als einfach nur den Dom zu fotografieren. Außerdem war auch noch der WDR da und drumherum nichts los. Deshalb konnte ich sie einzeln einfangen. Auch durch die rote Jacke wird hier nochmal die Aufmerksamkeit auf die Menschen gelenkt und bringt mehr Story mit ins Bild. Natürlich war ich nicht der einzige Fotograf dort und so habe ich einfach mal jemanden angesprochen und nach einem Porträt gefragt. Das habe ich zum ersten Mal gemacht und auch wenn das Bild jetzt nicht der Hammer geworden ist, so hat es doch für mich persönlich eine Geschichte. Also trau auch du dich einfach bei Personen anzusprechen, denn mehr als ein Nein kann man nicht bekommen. Wieder zurück auf den Prinzipalmarkt wollte ich mit der Spiegelung in den Schaufenstern arbeiten. Dort habe ich einige Minuten gewartet und auch dieses Bild geschossen. Durch die Reflexion finde ich es doch relativ interessant. Die Straße bin ich dann noch etwas rauf und runter gelaufen und habe immer mal wieder versucht, Personen als Elemente in den Vordergrund zu setzen. An der Seite gab es auch noch einen kleinen Durchgang, an dem ich mich hingehockt habe und damit dem Bild einen Rahmen zu geben. Leider ergab sich nicht so das Ergebnis, was ich mir erhofft hatte. Da sich meine Fotos mehr oder weniger wiederholt haben, bin ich zum 24er geswitcht und habe ein relativ klassisches Bild vom Prinzipalmarkt gemacht. Ich habe mich auf den Boden gehockt, um mehr Tiefe ins Bild zu bringen. Auch wenn es bekloppt aussieht, solltest du immer mal wieder etwas Unkonventionelleres versuchen, um aus der Masse mit deinem Bild herauszustechen. Dann wollte ich auch mit diesem Objektiv mal Menschen fotografieren. Und es ist auf jeden Fall schon eine größere Challenge, wie man hier sieht. Also das hier ist jetzt echt kein schönes Bild geworden, aber dann habe ich noch jemanden entdeckt, der mit Skiern rumläuft und mich an einer Ecke platziert, mit der Hoffnung, dass er dort abbiegt, um dann noch die Kirche mit in den Hintergrund zu nehmen. Und genau das hat sogar auch geklappt. Ich muss sagen, das Bild hat irgendwie etwas, weil man es auch hier wieder nicht kennt. Mittlerweile ist Sonnenuntergang und Zeit für die blaue Stunde. Auch wenn mir da dieses Bild von den Farben schon gut gefällt, wollte ich weniger diesen Snapshot-Look haben, sondern eine spannende Komposition. Dafür habe ich dann auf Personen gewartet und bin zügig hinterhergelaufen, um diese als Main-Subject in den Vordergrund zu rücken. Wie schon vorhin bei einigen Bildern. Mir ist dann noch eingefallen, dass man den Schnee an der Seite nutzen kann. Damit habe ich eine Leading Line, die den Blick direkt auf die Kirche lenkt.
Etwas weiter hinten habe ich mir zwei Personen gesucht, um die Kirche einzuframen. Aber die Leute hier sind echt aufmerksam, sodass sie nach einer Zeit dann immer wieder aus dem Weg gegangen sind, damit ich Fotos machen kann. Obwohl natürlich genau das gar nicht mein Ziel war. Ich bin dann nochmal zu dem Modell gegangen und habe dort wieder ein ähnliches Bild gemacht, aber einfach jetzt in einer anderen Lichtstimmung. Hier kann man auch nochmal sehen, wie entscheidend das Licht für den Look ist. Gleiches dann auch nochmal bei dem Schneeberg. Dann habe ich eine Fahrradfahrerin entdeckt, die wirklich passend stand und konnte durch ein Gitter, was um den Baum herum ist, fotografieren, um so mehr Tiefe ins Bild zu bringen. Ich habe dann nochmal versucht, den Winkel so anzupassen, dass man auch vom vorderen Turm die Spitze sehen kann. Aber leider ging das nicht. Dennoch bin ich zufrieden mit dem Shot. Auch ohne Gitter habe ich das noch einmal versucht und da sieht man auch wirklich schon den Unterschied. Ich finde das mit dem Element im Vordergrund im Vergleich viel interessanter. Abschließend bin ich etwas aus der Innenstadt herausgelaufen zu einer Kreuzung mit einigen Lampen. Hier habe ich einen Midsee ausprobiert. Bin also auf eine Zehntelsekunde runter und der Effekt ist einfach erklärt, dass der Hintergrund verwischt und das Objekt annähernd scharf bleibt. Zumindest wenn man es richtig macht. Dort hatte ich Glück und es kam gerade ein Räumfahrzeug an. Nachdem die Fotos erst nicht so gut waren, da einfach alles verwackelt war, hat es umgedreht und dann kam es auf meiner Straßenseite wieder. Die POV-Aufnahme hatte ich leider zu diesem Zeitpunkt schon aus, aber das hier sind noch die Bilder. Den Look finde ich wirklich interessant und besonders in Schwarz-Weiß kommt der Effekt meiner Meinung nach sehr gut zur Geltung. Meine beiden Lieblingsbilder sind einmal das, wo jemand in der Abendstimmung herunterrodelt von dem Berg mit der Kirche im Hintergrund und dann auch einmal das Bild mit der Frau im Vordergrund, die an dem Fahrrad steht und durch diese Art Zaun durch. Ich finde einfach irgendwie die Stimmung, die Farben finde ich super passend und auch das Framing, die Komposition gefällt mir hier wirklich. Schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, was deine Lieblingsbilder sind von denen, die ich hier gezeigt habe. Folgt mir gerne auf Instagram, um noch weitere Bilder zu sehen. Ansonsten aber hoffe ich, dass du mit diesem Video Neues lernen konntest, vielleicht auch einfach so ein bisschen den Prozess dahinter verstehst, wie so mein Workflow ist, was ich mir so bei Bildern denke, wie ich auch vielleicht die Bilder erziele und auch, dass eben nicht jedes Bild etwas geworden ist. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mich jetzt hier noch kostenlos abonnierst. Wir sehen uns wieder, bis zum nächsten Mal und ciao!